Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wieder mal machen wir hier eine kleine Rast, dieses Mal im Reisebedarf Makalania, wo es schön mollig warm ist, während es draußen natürlich eisig kalt zieht. Ja, wir sind ja nämlich schon dem Tempel ziemlich nahe, weshalb auch eigentlich ja eine bitternde Kälte ja uns entgegenkommt, die ja von der Astra ausgeht, die sich in dem Tempel befindet. Zumindest haben das mal irgendwelche Leute hier gesagt, habe ich gehört. Irgendwer hat das mal erwähnt, irgend so ein Passant von unterwegs oder so. Wie dem auch sei, naja, machen wir uns mal trotzdem auf dem Weg, auch wenn es so bitterkalt ist, aber wir haben ja leider keine Zeit mehr, denn Yuna muss ja dringend mit Primas Zimmer sprechen, und zwar wegen der Hochzeitsangelegenheiten. Tja, darüber sind zwar alle nicht besonders begeistert, aber was soll man da schon gegen sagen? Immerhin, es ist Yunas Entscheidung und davon dürfen wir sie ja nicht abhalten. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. Do you think that Maester Seymour would let me? But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Well, we must follow Guado tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. We're all with you. Do as you will. Thank you. Sorry. That was your line. Yuna! Yes, sir! Oh, no! Out there! Na super. Das geht ja mal wieder wunderbar los hier. Yuna verlässt uns mal für ein paar Meter weit und dann kommen auf einmal hier die Albettas zu und wollen Ärger machen. Und nicht nur die Albett alleine, sondern auch hier noch ein paar Monster, die uns ja ein bisschen stören möchten. Das ist wahr. Weg mit euch. Dann muss ich echt mal sagen, echt eine Unverschämtheit, dass die sich jetzt hier einmischen müssen, aber egal. So, dich hauen wir auch noch weg, du blödes Auge, du. Und dann noch der hier. Nee, da habe ich erstmal noch eine andere Idee. Riku, du musst mal kurz ran und klauen. Klauen und wir haben Polarwind. Und dann ist er ja noch zum Schluss einfach nur zerbrennen. Okay, das war's dann auch schon. Ja, bringen aber reichlich Punkte die Gegner. 1500 AP diesmal. Sollte ich mir eigentlich vielleicht mal später mal eine gute Gelegenheit suchen, hier zu trainieren? Ja, okay, hier kann ich mal mich hier bewegen. Alles klar. Aber was hat sie hier gelernt? Gravitas, ach so. Und dann nochmal Angriff plus 3. Und was habe ich eigentlich hier noch für Boni drinne? Zauberabwehr plus 3, Treffer plus 3, HP plus 200. Ist doch alles wunderbar. Dann MP plus 20. Okay, muss ich mal hier kurz gucken. Hier ist Zauberabwehr. Abwehrkraft plus. Und nochmal Zauberabwehr. Aha, der nächste Magieboost kommt also erst hier und dann sogar noch kurz vor den Guard-Zaubern. Na gut. Also wenn ich nicht also zwischendurch noch irgendwie einen Magiespheroiden finde, wird Lulu also bisher noch keine etwas stärkeren Zauber sprechen können. Naja, macht aber nichts. So, hier ist auch noch eine Level 2 Barriere. Warte mal, ich habe doch überhaupt, glaube ich, gar keine mehr, oder? Nope. Naja, würde ja eh nichts bringen, weil hier ist ja nur ein Glücksfeld. Glück steigt um 2. Naja, eigentlich nicht unbedingt so gerade wichtig. Weil Glücksferoiden habe ich sowieso so gut wie keine mehr. Und es ist wirklich verdammt schwer, an die Dinger ranzukommen, weil die werden nämlich nur von einem ganz besonderen Gegner gedroppt, den ich ja erst, ja, sagen wir mal, züchten muss. Aber erst später mehr dazu. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Hmm.
den Dank, ab und wie Dreck! Oh no! Translation? He's gonna use an anti-magic field on us! Katras! Das ist natürlich nicht gut. Eine Maschine, die in der Lage ist, Zauber und Beschwörungen zu blockieren? Ja, das schränkt natürlich unsere Möglichkeiten ein wenig ein, aber da gibt es zum Glück Abhilfe. Und zwar dieses kleine Ding da. Die AW-Siegeleinheit versiegelt Zauber und Beschwörungen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir das Ding platt machen, haben wir unsere Magie wieder verfügbar. Aber erst einmal klauen wir das Ding, haben wir hier ein bisschen. So, und das Ding hier, AW-Siegeleinheit, ja, das ist natürlich ein bisschen übel. Ich muss erstmal kurz gucken, ist der eigentlich zufällig stromempfindlich? Nein. Gut, das hätte also dann überhaupt nichts gebracht, wenn ich Wacker jetzt hier den mit Stromschlag ausgerüsteten Datenball hier geben würde, den ich ja noch habe, also es würde also keinen Sinn machen. Hauen wir das Ding einfach mal so um. So, Lulu, ja, du kannst ja eh momentan noch nichts machen, deswegen Kimari. Okay, kann ich ja mal probieren, Kraftbrecher mal hier machen. Ne, ist immun. Alles klar. So, Dauerfeuer. Au, verdammt, das tut weh. Besonders jetzt für Riku, wetten. Ja, ganz besonders für Riku, habe ich ja gesagt. Na schön, dann lassen wir auch nochmal hier Auron kurz schlagen. So, und Wacker muss ja erstmal hier die AB-Siegeleinheit erledigen. Weil er ist ja jetzt momentan der Einzige, der das Teil treffen kann. Aua, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Okay, die Siegeleinheit ist im Arsch. Das heißt also, jetzt können wir endlich wieder zaubern. Jawohl, Lulu darf jetzt wieder zaubern und ich denke mal, das mache ich auch gleich mal. So, warte mal. Magiebrecher. Könnte ich ja mal probieren, weil er, da er jetzt hier die Siegeleinheit weg hat, kann er selber einen magischen Angriff versuchen, aber nee, er ist auch dagegen immun. Na gut. Das konnte ich jetzt natürlich auch nicht mehr so genau wissen. Wie auch immer. So, Lulu kommt erstmal in die Truppe rein und wir werden ein wenig Blitzrad zaubern. Müsste er jetzt ordentlich reinziehen. Und stimmen! Ha, voll daneben. 3 Runden bis zum Magiestrahl. Oh yeah, da muss ich ja natürlich ein bisschen hier mich vorbereiten. Am besten ich blockiere nachher mit einer Bestia. So, wollen wir jetzt mal schauen. 13.722 HP hat er noch. Er ist stromempfindlich. Okay, ich weiß ja schon, wie ich das angehen kann und ich hoffe mal, die Kraft dafür reicht auch wirklich aus. Oh, da fällt mir eigentlich ein, ich habe Valfaris ja gar nicht mehr aufgeladen. Ja, wie auch immer, also ich werde jetzt gleich Ixion anwenden, sobald deine HP unter 10.000 sind. Bis dahin muss ich aber natürlich erstmal ein wenig kloppen, damit das soweit ist. So, probieren wir mal das hier. Ich würde mal gerne hier versuchen, den Typen ein wenig zu verlangsamen. Und das klappt tatsächlich. Retarhieb ist also anfällig. Okay, 1401 Schaden und er stürmt schon wieder. Aua. Noch 2 Runden bis zum Magiestrahl. Alles klar. Jetzt sollte Lulu vielleicht sicherheitshalber verteidigen. Ja, kann ich mal probieren. Bodyguard. Noch eine Runde bis zum Magiestrahl. So, Blitzra. Alles klar. Und dann stürmt er schon wieder. Jawohl. Gut. Auron hat den Angriff erstmal sauber abgefangen. So, dann lege ich nochmal einen Schlag hin. Und dann hole ich nochmal wieder Yuna ran. So, 10.069. Verdammt! Immer noch nicht genug weg. So, was mache ich denn jetzt? Verdammt, was mache ich da? Scheiße, warum habe ich jetzt geblockt? Naja, hoffentlich überlebt Yuna das jetzt, denn sonst habe ich hier ganz schlechte Karten. Oh,
Das war gut. Tidus hat's überlebt. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Und wunderbar, ich habe Mega-Phönix dabei. Dann kann ich den ja gleich benutzen. Nicht zu fassen. Mit einem einzigen HP hat Tidus das überlebt. Junge. Muss ich ja echt sagen, not bad. Alles klar, dann erstmal hier mit dem letzten Schlag hier nochmal eine reinzimmern. Und dann müsste es ja jetzt eigentlich ausreichen, dass ich hier Ixion beschwöre. Jonas Ekstaseleiste lasse ich lieber erstmal in Ruhe. Die werde ich später noch gebrauchen können. Okay, und los geht's. Mjölnir. Da Ding eine Maschine ist, wird ja Strom am besten helfen, oder? Ich hatte ja eigentlich auch jetzt jeden hier dran, oder? Ich hoffe mal. Also Yuna war dran. Ja, es waren alle dran. Jeder ist mal rangekommen. Sehr gut, die Maschine ist futsch. Das heißt also, wir haben gewonnen. Ist das nicht geil? Ich find's super. So, 7000 AP gibt's ja erstmal oben drauf. Und das sind tatsächlich alle dran gewesen. Mann, ein Glück. Ah, wenn ich echt so zerstreut ist, dann merke ich gar nicht so richtig, wie, ob da jetzt wirklich jeder dran kam oder nicht. Aber glücklicherweise war es doch so. Ja gut, oh, Rico sogar vier ganze Sphero-Level dafür bekommen, das ist ja wunderbar. Und was kriegen wir noch? Feuerwappen, gelber Reif, zwei Potions und zwei Elixiere und natürlich Geld dazu. Milady. Rico! Ich fäng dann wieder dran! Aistra Guardian of Yuna, Wika? Yuna Kva, Fafem Kindran, Krak Kva! Du dreck je Moha, Kegden! I told him I was a guardian. Well, guess I had to, really. How come you speak Albed? Why? Because I'm Albed. And that was my brother. You knew? Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an Albed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you Albed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Well, not that you know. That's not good enough. Yevon says this, Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did sin come from, huh? I don't know. You badmouth Yevon, and that's all you can come up with. But that doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know? Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Riku. Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron isn't Albed too, is he? Come on, Waka. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's an Albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the Albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. Lou? Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed. Ha! Let him go. Give him time to think. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. All right, let's ride! You sure you know how to drive this? Better than Kamari does.
Sorry about Waka. He didn't have to be so mean, yeah? I almost cried. Riku? Just kidding. It's okay. At least you're still nice. Hey, do I look like Yuni, you think? Huh? Well, my dad's sister is Yuni's mother. You get it? I had no idea. If you say so. Mm-hmm. Okay. I guess you're guarding your family then. Yuna's not the only one that I want to protect. Huh? We all but want to protect all of the summoners, you know? Summoners are... Well, you could say that they sacrifice themselves to, well, to bring happiness to Spira. What do you mean? Oh. Riku? Yes? Sacrifice themselves? You know, the pilgrimage. It, takes a lot out of you. Oh, right. But you know, Yuna's real serious about being a summoner. For Yuna, well, the pilgrimage kind of means everything to her. You are gonna help her too, aren't you, Riku? So you shouldn't say that Yuna's sacrificing herself. Riku? I hope you're right. Ganz genau, geben wir unser Bestes. Damit Yuna sich eben nicht opfern muss. Wofür auch immer. So, hier haben wir erstmal den Mega-Potion und ich könnte eigentlich jetzt nochmal den gesamten Weg zurückgehen, weil unterwegs sind nämlich noch ein paar Schätze zu finden, aber das muss ich ja sowieso später eh. Also macht das ja jetzt keinen Sinn, jetzt hier einfach mal sinnlos hin und her zu rennen. Nee, gehen wir lieber besser zum Tempel. Und wer bist du denn? Du bist doch auch eine Albert. Scout, Nina. Aha. Level 7, frei für 9 Spiele. Vertrag abschließen. Naja, ich weiß noch nicht so genau. Also erstmal wollte ich sie ja mit dir quatschen. Hab die anderen aus den Augen verloren, würde sie... Heißt das wohl? Hier, nimm. 400 Gil erhalten. Ja, ist nett. Ja, wie gesagt, man kann sie ja jetzt hier für die Blitzballmannschaft anwerben. Und wenn man wirklich vorhat, sie jetzt wirklich hier zu nehmen, sollte man das auf jeden Fall jetzt noch tun, weil später, sobald man hier den Tempel in Vakalania jetzt hier gemacht hat, besteht leider keine Möglichkeit mehr dazu. Jedenfalls nicht mehr so einfach. Der Grund dafür dürfte ja Final Fantasy X-Kennern ja bekannt sein. Ja, und deshalb... Ja, sie soll eigentlich angeblich ziemlich gut sein, deswegen fangen wir mal hier mal beispielsweise mal mit 10 Spielen an. Wir trinken 9000 Gil, ist okay, das heißt, du bist dabei. Sehr gut. Ja, wir haben also jetzt ein neues Teammitglied für die Mannschaft, sogar ein Level 7 Spieler. Das könnte sogar sehr hilfreich sein, vor allem ist ziemlich gut entwickelt und hat bestimmt auch schon so einige interessante Abilities verfügbar. Und wenn sie dann auf Maximallevel ist, ist sie sicherlich verdammt stark, zumindest habe ich das mal so gehört. Deswegen nehmen wir sie einfach mal mit. So, und die anderen warten ja auch schon so netterweise auf uns. Oh, und da fällt mir eigentlich ein, ich könnte ja hier mal das Sphärobrett machen. Zumindest mal bis hierhin, dann kriegt auch erstmal hier Angriffskraft. So, Titus darf ja auch nochmal. Oh, kriegt ja auch sogar schon mal ein bisschen mehr dazu als vorher. So, Zeitsphäroid, Geschick plus 4. Boah, wurde auch langsamer Zeit, dass er endlich mal Geschick hier Bonus bekommt. Und dann hier noch Kraft- und Wundersphäroid. So, HP von Lulu um 200 gestiegen. Jawohl, okay. Ja, Kimari muss ja hier runter. Fehlt ja bald nicht mehr viel. So, bei Kimari habe ich mich jetzt sowieso ein bisschen umentschieden, dass ich jetzt eine ganz andere Route laufe. Also ich habe ja jetzt erstmal noch vor, ihm jetzt mal Klauen und Benutzen beizubringen, dann diese Route hier zu laufen. Und dann habe ich irgendwie vor, immer hier Wakas Weg gehen zu lassen, wegen der ganzen Zustandsabilities, die man hier erlernen kann. Ich bin der Meinung, die sind eigentlich recht nützlich, vor allem jetzt mit einem Kämpfer, der eine Durchschlagsability beherrscht. Und später dann sogar, wenn ich auch noch hier Level 3 Sphäre-Pässe bekomme, kann ich dann sogar hier vorbei und ihm das hier beibringen. Zombie-Hieb klingt eigentlich an sich ja gar nicht mal so übel. Für Gegner, die dagegen anfällig sind, sind sie dann auf jeden Fall wesentlich leichter zu besiegen, weil man sie dann ja sofort mit Heilmagie erledigen kann. So, warte mal, erstmal muss ich mal hier schauen. Riku, wo führt eigentlich dieser Weg hin? Ach, wieder zurück zu ihrem Anfang. Dann kann sie hier noch beten und... Ah ja, genau, hier muss ich lang, um den Weißmagierpfad weiter fortzuführen. Alles klar.
Okay, dann würde ich mal sagen, ich lasse Riku dann erstmal eine Weile hier stehen. Und nennt sie auch noch hier Engel. Und auch langsamer Zeit. Okay, noch ein Stückchen weiter kann ich hier und dann kriegt sie auch noch endlich mal HP dazu. Das ist ja auch wichtig. Riku hat ja leider so wenig. Da sollte ich eigentlich vielleicht auch mal daran denken, dass ich hier mal HP-Spheroiden hier gebe. Wenn ich mal wieder welche bekomme. So, Waka kriegt auch erstmal gut Angriffsboni. Also okay, das reicht dann auch erstmal so weit. Okay, dann würde ich mal sagen, bevor ich in den Tempel gehe, beende ich an dieser Stelle erst einmal den Part. Ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao!